Ja, wir wollten heute nochmal alles raushauen im vierten Spiel in 10 Tagen. Das ist uns nicht ganz so gelungen, wie wir es uns vorgestellt haben. Stefan hat es richtig analysiert gerade. Beide Mannschaften haben sich ein bisschen neutralisiert. Es gab immer mal so ein bisschen eine Phase für uns, dann gab es wieder eine Phase für Erfurt. Ich denke, dass wir im 16er nicht konsequent genug waren. Da hatten wir einige Situationen, wo wir hätten entweder den letzten Pass besser spielen müssen oder eben den Abschluss auch besser suchen, geradliniger suchen. Dann waren wir ein bisschen zu unsortiert, beziehungsweise nicht konsequent genug. Summa summarum hat mir das Spiel heute nicht unbedingt gefallen. Der Mannschaft selber auch nicht. Ich war gerade mit ihr in der Kabine zusammen. Wir wissen, dass wir besser spielen können, dass wir schon besser gespielt haben. Dass wir jetzt aber auch sehr, sehr intensive Wochen hatten, nicht nur die letzten 10 Tage, sondern intensive Wochen, bei denen wir sehr, sehr viel auch im Kopf gearbeitet haben, wichtige Dinge angesprochen haben. Und da ist es auch ganz normal, dass irgendwann mal so eine leichte Müdigkeit einstellt. Das war heute auch, wie gesagt, mit den Temperaturen nicht zu unterschätzen, das stimmt schon. Und ja, von daher, das vierte Spiel in 10 Tagen, müssen wir damit leben, dass wir den Punkt jetzt geholt haben. Wir wollten als Minimalziel die 4 Punkte holen aus der englischen Woche mit einem Sieg und einem Unentschieden. Haben gehofft, dass wir vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr holen können. Ist uns nicht gelungen. Die 4 haben wir, das Minimalziel ist erreicht. Erreicht haben wir aber insgesamt noch gar nichts. Und deswegen heißt es weiter hart arbeiten. Jetzt haben wir zum Glück mal eine normale Woche und können uns auf Chemnitz auch ein bisschen besser vorbereiten als die letzten Woche.